Gewalttätige Versammlungen und Demonstrationen, Hausbesetzungen oder Razzien. Immer dann, wenn es brenzlig wird, kommen sie zum Einsatz. Die Beamten des USK, des Unterstützungskommandos. Das Engagement der USK-Beamten wurde jetzt bei einem Festakt gewürdigt, denn die bayerischen Unterstützungskommandos feiern dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Ich war sozusagen Gründungsmitglied des USK. Als damals die politische Entscheidung fiel, dass ein Unterstützungskommando, also eine Einheit aufgestellt wurde, die gerade bei gewalttätigen Demonstrationen eingesetzt werden konnte, war ich im Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei, das ja damals in München war. Und ich wurde damals vom Präsidenten beauftragt, sozusagen hier die Ausbildungskonzeptionen, die Einsatzkonzeptionen mitzuentwickeln und federführend zu entwickeln. Und ich war dann natürlich auch mit den USK-Einheiten in verschiedenen Einsätzen. In der Vergangenheit der USKs stechen Einsätze wie die gewalttätigen Auseinandersetzungen in Wackersdorf oder die sogenannten Kurdenkrawalle bei Augsburg heraus. Beim Festakt würdigte Staatssekretär Gerhard Eck aber auch die Einsätze aus jüngster Zeit. Insbesondere der G20-Gipfel war etwas, wo mir ursprünglich das USK München nicht vorgesehen war. Aber die USKs Bayern natürlich von Anfang an im Einsatz. Das USK München ist nach Alamedban, ist dann eben auch im Einsatz gewesen. Das war sehr für die Kollegen sehr lehrreich, ein sehr interessanter, aber natürlich auch sehr anstrengender Einsatz. Darüber hinaus natürlich zuvor der G7-Gipfel und zuletzt, Sie haben es, die meisten Zuschauer, wenn es in den Medien verfolgt haben, am Samstag diese Messerattacke auf mehrere Personen in München. Auch da kam es zu einer ganz spontanen Alarmierung, wo das USK letztlich im Einsatz war. Die Beamten der Unterstützungskommandos leben gefährlich. Alleine beim G20-Gipfel in Hamburg wurden dieses Jahr 50 Einsatzkräfte verletzt. Da sie oft in Extremsituationen zum Einsatz kommen, sind die Anforderungen an USK-Mitarbeiter sehr hoch. Ja, natürlich spielt die körperliche Fitness eine ganz große Rolle. Die Kollegen, die zu uns kommen, müssen beweisen, dass sie diese körperliche Fitness mitbringen. Aber auch das Mentale ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns, weil der Einsatz, der dauert über lange Zeit, das ist die körperliche Fitness, aber auch die Bereitschaft, ständig auf entsprechende Lage anderen Änderungen reagieren zu können, sehr, sehr wichtig. Und all das, was wir von unseren Kollegen verlangen, die Kollegen auch schulen, aber letztendlich das auch die Eingangsvoraussetzungen sind, um USK-Beamter zu werden. Über 600 Beamte zählen die bayerischen USKs aktuell, aufgeteilt auf die Einheiten der Polizei in München und Mittelfranken sowie der bayerischen Bereitschaftspolizei. Zum 30. Geburtstag wünscht man sich für die starken Jungs der Polizei vor allem eines. Also ich wünsche mir für das USK in München vor allem zwei Dinge. Zum einen, dass diese Einsatzbereitschaft, die sie ja auch in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, wie letzten Samstag, so in außerordentlicher Form bewiesen haben, dass sie sich die erhalten, dass sie auch die Stimmung, die in dem USK herrscht, sich hier weiter fortsetzt und dass sie ja vor allem, und das ist mein größter Wunsch, dass sie aus all ihren Einsätzen gesund und heil wiederkommen. Das ist mein größter Wunsch. Denn die Unterstützungskommandos seien aus dem heutigen Sicherheitsgefüge nicht mehr wegzudenken, so André.